Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum, ja, mit dem wunderbaren Titel Big Blue Button Barrieren aus dem digitalen Arbeitsalltag eines inklusiven Teams. Mein Name ist Fabian Lüders, ich komme von der Hochschule Bremen und bei mir ist auch Frau Irmhild Rogalla, sie ihres Zeichens Leiterin des Instituts für digitale Teilhabe an der Hochschule Bremen und Projektleiterin im Evaluationsprojekt, da werden wir dann auch gleich noch was dazu sagen. Genau, wir haben hier eine kurze Agenda zu unserem Vortrag. Zunächst wollen wir die Veranstaltung auch ein bisschen nutzen, um unser Institut allgemein mal vorzustellen und unser aktuelles Forschungsprojekt, was sich so ein bisschen in diesem Themengebiet befindet. Und dann haben wir halt ein konkretes Beispiel mitgebracht aus unserem Arbeitsalltag in unserem inklusiven Team. Ja, anhand von Big Blue Button wollen wir da mal einige Punkte aufzeigen, die die Barrierefreiheit betreffen und wie wir damit versuchen umzugehen. Und natürlich haben wir auch noch einige offene Punkte, wo wir sagen, das müsste eigentlich noch getan werden aus technischer Sicht. Genau, und dann am Schluss können wir dann auch gerne noch mal ein paar Fragen diskutieren. Ja, dann würde ich Irmhild bitten, mal ein bisschen was. Genau. Das Institut für digitale Teilhabe haben wir gegründet Anfang letzten Jahres. Also es gibt es offiziell seit 1. Januar 2021. Wie der Name schon sagt, digitale Teilhabe, es geht eben um Teilhabe für alle Menschen. Schwerpunkt ist aber, das ist vielleicht schon deutlich geworden, Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und ich sage immer gerne gleich am Anfang, was wir nicht machen, ist und mit der Barrierefreiheit von Webseiten befassen, sondern wir haben da eine etwas andere Perspektive. Das Institut hat insgesamt drei Leiterinnen bzw. Leiter und ist in diesem Zusammenhang eben auch, was hier steht, interdisziplinär und fakultätsübergreifend. Neben mir sind nämlich noch dabei Professor Benjamin Tannert, seines Zeichens Medieninformatiker, und Professor Lühr, der Honorarprofessor für Verwaltungswissenschaften im Fachbereich Wirtschaft ist. Genau, wir sind Teil der Hochschule Bremen. Und was ich gerade schon sagte, es geht uns nicht so sehr um Barrierefreiheit von Webseiten, sondern unser Selbstverständnis ist, wir würden gerne zumindest auf die Dauer eine Brücke bilden zwischen Anwenderinnen, Entwicklerinnen im weitesten Sinne und Verantwortlichen, um eben Entwickler und Entwicklerinnen für Bedarfe, gerade von Menschen mit Beeinträchtigungen, zu sensibilisieren, aber auch, sag ich mal, zu beraten, zu unterstützen und so weiter, um Personen mit besonderen Bedarfen, wie wir es hier auf der Folie genannt haben, in die Entwicklung zu integrieren, im besten Falle, ja, zumindest um ihnen gerade im Bereich Open Source überhaupt auch zu vermitteln. Sie haben die Möglichkeit, ihre Bedarfe überhaupt darzustellen. Viele da draußen wissen ja gar nicht, was Open Source ist und was es im Unterschied zu proprietären Programmen für Möglichkeiten da auch überhaupt gibt, mitzuwirken. Naja, und die besondere Idee ist natürlich, dass Menschen mit besonderen Bedarfen auch dann in irgendeiner Form in der Qualitätssicherung, im Test oder gar auch in der User-Unterstützung oder so mitmachen. In manchen Projekten gibt es das ja auch schon. Und was man dabei immer nicht übersehen darf, sind natürlich all die unterschiedlichen Verantwortlichen, Verantwortlichen in der Entwicklung, Verantwortliche aber auch bei Kunden im weitesten Sinne, die nämlich immer diejenigen sind, die ja auch für die Geldflüsse und so verantwortlich sind und unter Umständen auch an Schnittstellen sitzen. Das heißt, die müssen auch Notwendigkeit wie Vorteile kennen. Wir hatten ja heute Morgen in der Keynote dafür auch ein schönes Beispiel, aber das ist leider nicht selbstverständlich.
Genau, wir sind ein Institut an einer Hochschule, also früher Fachhochschule. Deswegen ist unser Fokus anwendbare wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, also schon Forschung und Entwicklung, aber ganz dicht eben an der Anwendung. Ganz klar Empowerment und Partizipation, insbesondere von Menschen mit Beeinträchtigungen. Bei uns arbeiten also sowohl Menschen mit Beeinträchtigungen, so wie ich, die ich ja nichts hören kann, als auch welche ohne eng zusammen. Und ich sag mal, das ist ja bis heute nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt arbeiten. Die Arbeitslosenquote und auch die Erwerbsquoten sind immer noch deutlich geringer als in der allgemeinen Bevölkerung und schon mal gar nicht im wissenschaftlichen Bereich. Also das ist so einer der Aspekte, wichtigen Aspekte der Partizipation. Der andere ist natürlich der, den ich eben schon sagte, dass wir überhaupt ganz generell Menschen mit Beeinträchtigungen zu Partizipation auch ja, ermächtigen möchten, so muss man es eigentlich sagen. Ja, und was uns ganz wichtig ist, das ist nun wirklich keine Selbstverständlichkeit, das nennen wir hier auf der Folie neue Technologien von Anfang an barrierefrei. Wir sagen unter uns immer vor die Welle kommen. Das Problem bei Barrierefreiheit ist ja so oft, dass sie irgendwann versucht wird nachzuliefern und man eben nicht von Anfang an daran denkt. Also im Moment ein gutes Beispiel ist Metaverse, ne? Wo man jetzt schon deutlich sehen kann, das ist voller Barrieren und anscheinend denkt niemand daran. Aber damit befassen wir uns nicht. Genau, ganz kurz noch zum Evaluationsprojekt. Das ist nämlich das Projekt, in dem wir, da stimmt irgendwas mit der Schreibweise nicht, stelle ich gerade fest. Da ist es richtig. Offiziell heißt dieses Projekt Digitale Barrierefreiheit im Arbeitsleben durch partizipative Evaluation. In dem Projekt arbeiten auch wir beide. Das ist ein sehr schön langlaufendes Projekt. Das hat nämlich jetzt gerade angefangen und wird nach derzeitigem Stand bis Ende 2026 laufen. Die Förderung erfolgt durch das Amt für Versorgung und Integration in Bremen aus der sogenannten Ausgleichsabgabe, also auch hier Mittel für Menschen mit Behinderung. Das Gesamtvolumen einschließlich Eigenmitteln und so weiter sind etwa 1,8 Millionen Stand jetzt. Damit finanzieren wir 6 bis 7 Mitarbeiterstellen. Das Volumen hängt ein bisschen davon ab, ob es halbe oder ganze oder dreiviertel oder was auch immer für Stellen sind. Unternehmenspartner ist, wie könnte es anders sein, Dataport, denn auch bei uns in diesem Projekt, wo es eben um Verbesserung der Barrierefreiheit, digitale Anwendungen geht es um den Standardsarbeitsplatz, der durch die Phoenix bereitgestellt werden soll und eben digitale Barrierefreiheit im Arbeitsleben bezieht sich eben auf die Standardarbeitsplätze oder generell die Büroarbeitsplätze der öffentlichen Verwaltung, was aber ja natürlich, wie wir alle wissen, deutlich darüber hinaus reicht, weil Büroarbeitsplätze brauchen nun ganz viele Leute. Ja, und dass das alles Open Source Software ist, brauche ich in diesem Zusammenhang nicht zu sagen. Das große angestrebte Ergebnis dieses Projektes, was wir aber, sag ich mal, in 5 Jahren erreicht haben wollen oder vielleicht auch erst im Nachfolgeprojekt, ist das Prozessmodell partizipativer Evaluation. Das erkläre ich jetzt nicht im Detail, sonst klaue ich nämlich Fabian seine Redezeit. Dazu gehört aber eben digitale Barrierefreiheit für alle. Für alle meint eben einen breiten Kreis von Menschen und insbesondere Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die auch jetzt noch nicht unbedingt durch die Gesetzeslage oder auch die Lage in den Standards, vor allen Dingen in den aktuell geltenden, abgedeckt sind. Und was wir ganz stark anstreben, ist etwas, was wir so provisorisch Open Accessibility nennen, nämlich, sage ich mal, eine Form zu finden, mit der wir verschiedene Open Source Communities befähigen können, besser Barrierefreiheitsanforderungen zu berücksichtigen. Wie gesagt, wir stehen noch ganz am Anfang, ja? Und wir nehmen auch sehr gerne jede Anmerkung oder gute Idee von Ihnen dazu
entgegen. Genau, wir stehen noch ganz am Anfang. Und das ist jetzt auch meine Überleitung zu dem, was Fabian berichten möchte. Wir sind gerade dabei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt alle an Bord sind, einzuarbeiten. Wir führen gerade einen allerersten Prototypen durch, wo wir die Barrierefreiheit einer Bestandssoftware verbessern wollen. Das ist leider kein Open-Source-Projekt, aber ich sag mal, dieses unser Evaluationsprojekt hat so viele Aspekte, dass wir gesagt haben, die Tatsache, dass es eine Bestandssoftware ist, noch dazu eine, die aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre stammt, ist ein gutes Übungsfeld, und es geht eben auch um Software, die im öffentlichen Dienst eingesetzt wird. Und womit wir auch gerade anfangen, ist der Aufbau eines Pools von Testerinnen und Testern mit Beeinträchtigungen, die eben in der Lage sind, auch vernünftige Rückmeldungen zu Fragen der Barrierefreiheit zu geben. Und zu diesem Testerinnen und Testerpool gehören wir teilweise auch selber. Genau, also die Besonderheit an unserem Forschungsteam ist halt die, dass wir auch ein sehr inklusives Team sind. Also wir haben Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen auch bei uns, und dadurch erleben wir halt auch schon allein in unserem Arbeitsalltag verschiedene Barrieren, und durch das Wortspiel Big Blue Button hat sich das jetzt ganz gut ergeben. Vielleicht einfach nur noch mal kurz zu unserem Arbeitsalltag. Also wie gesagt, wir haben teils unterschiedliche Bedürfnisse, auch aufgrund von Beeinträchtigungen, aber natürlich auch nicht nur aufgrund dessen, sondern jeder Mensch hat irgendwie spezielle Bedürfnisse. Zusätzlich kommt bei uns hinzu, dass einige Mitarbeitende an anderen Dienstorten arbeiten, sprich von zu Hause, remote, was natürlich auch einige besondere Anforderungen mit sich bringt. Und natürlich nutzen wir dann verschiedene Tools, und in unserem speziellen Fall auch natürlich mit einem Fokus auf Open-Source-Software, also zum Beispiel in Nextcloud oder eben jetzt am konkreten Beispiel Big Blue Button für Videokonferenzen. Also das wird bei uns tatsächlich fast ausschließlich dafür genutzt. So sieht es dann aus, wenn wir mal ein Meeting haben, ja, schön anonymisiert. Aber hier sieht man zum Beispiel auch schon, dass wahrscheinlich so eine Big Blue Button Konferenz bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen wird. Nämlich da sind zwei Videos so rausgeploppt, und das ist, daran sieht man schon zum Beispiel schon eine erste spezielle Anforderung bei uns. Nämlich wir haben immer Gebärdendolmetscherinnen mit dabei, und die müssen natürlich auch so dargestellt werden, dass sie gut sichtbar sind, und das kriegen wir zumindest in der Standardkonfiguration nicht hin. Deswegen behelfen wir uns einfach mit dieser Bild-in-Bild-Funktion. Aber das nur mal als kurzen Zwischeneinwurf. Genau. Warum haben wir uns überhaupt für Big Blue Button entschieden? Ja, also genau wie ich bereits sagte, unser Projektfokus liegt eindeutig auf Open-Source-Software, und deswegen ist einfach die Idee, das auch innerhalb unseres Forschungsteams einzusetzen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch zahlreiche weitere Argumente wie ja, Datenschutz. Ne? Also wenn man Zoom und irgendwas Vergleichbares nutzt, ja, da kann man ein großes Fragezeichen dahinter machen. Dann ist auch die Idee, ja, okay, also diese Big Blue Button Oberfläche ist Open Source Software. Das heißt, wenn wir irgendwann Ideen haben, wie wir das verändern können, verbessern können, dann können wir auch aktiv dort mit dazu beitragen. Zum Beispiel eben diese Bild-in-Bild- oder Picture-in-Picture-Funktion, die es ja jetzt schon gibt, die passt halt super zu unseren Bedürfnissen, und das kann zum Beispiel Zoom überhaupt nicht. Als kleinen Minuspunkt haben wir aufgeschrieben, dass wir aber trotzdem festgestellt haben, dass natürlich Zoom oder vergleichbare proprietäre Produkte in vielen Sachen schon noch ein bisschen ausgereifter, auch teilweise stabiler laufen, aber das ist jetzt nur der aktuelle Stand. Genau, jetzt mal einen allgemeinen Punkt zu Videokonferenzen im inklusiven Team, also was da für verschiedene Probleme auch auftreten können. Jetzt erstmal einerseits technischerseits. Das bezieht sich übrigens aber nicht nur auf Big Blue Button, das ist generell ein Problem.
zum Beispiel der erste Punkt, dass Bildqualitäten schwanken oder dass Bilder teilweise einfrieren. Also da kann man sich ja vorstellen, wenn Gebärdensprache funktioniert nur dann, wenn man sie hundertprozentig erkennt. Und da kann es einfach nicht sein, dass dann immer mal 2 Sekunden das Bild stehen bleibt oder die Qualität runtergeht. Auch die Tonqualität, also wenn wir so ein hybrides Meeting haben, wir sitzen zusammen in einem Raum und andere Mitarbeitende sind remote zugeschaltet, dann ist teilweise die Mikro- oder die Raumakustik schlecht oder auch für die Gebärdendolmetscherin, die meistens remote zugeschaltet sind, auch die müssen eigentlich jedes Detail gut verstehen können und auch das ist oft noch ein Problem. Als besondere Anforderung haben wir auch uns festgelegt, dass jeder Teilnehmende möglichst ein eigenes Kamerabild haben sollte. Also es ist nicht so, dass man so ein Konferenzsystem einfach nutzen könnte, das man in den Raum stellt und das so eine Frontalaufnahme der ganzen Sitzgruppe sozusagen oder des Tisches hat, sondern wirklich aufgrund dieser Tatsache, dass auch die Gebärdendolmetscherin einerseits die Gebärden erkennen müssen, aber auch von den sprechenden Personen möglichst Gestik, Mimik so gut wahrnehmen können, ist es halt so, dass wir momentan immer jeweils mit eigenem Laptop dazu sitzen. Und das ist natürlich auch keine 100% schöne Lösung, gerade wenn man einfach mal nur ein kurzes Meeting abhalten möchte. Dann gibt es natürlich aber auch auf einer anderen Seite Probleme, also gerade was die Kommunikation in so einem inklusiven Team angeht. Also wir haben das so als Kommunikationskultur bezeichnet. So eine natürliche Gesprächssituation ist bei uns im Team meistens nicht möglich, also schon auf Rücksicht auf die Gehörlosen beispielsweise. Man kann nicht einfach irgendwie reinsprechen, sondern muss schon warten, bis die Verdolmetschung sozusagen abgeschlossen ist und bis wirklich jeder alle Informationen bekommen hat. Reinreden ist auch deswegen nicht so gut, weil dann die Gehörlosen nicht wissen, von wem das Gesagte dann tatsächlich ja auch kommt. Ein weiterer Aspekt sind zum Beispiel auch die Raumsituation allgemein, also wenn das Licht schlecht ist oder irgendwelche Hintergrundgeräusche, Widerhall und so weiter. Also auch darauf da gibt es nach wie vor immer mal Probleme. Ja, und darüber hinaus auch so haben wir natürlich auch Herausforderungen, die jeder so mit Videokonferenzen hat. Zum Beispiel, dass wenn das einfach zu lange geht, dass es da zu Ermüdung kommt. Und ja, da wiederum trifft es zum Beispiel Autistinnen ganz besonders. Also auch darauf müssen wir achten. Genau, hier nochmal so ein Bild. Und genau, und wir haben uns natürlich über diese ganzen Probleme verschiedenster Art Gedanken gemacht und haben jetzt auch schon einige Lösungsansätze, die wir auch teilweise schon so aktiv umsetzen in unserem Team. Also erstmal auf der technischen Seite. Ne? Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Bildqualität tatsächlich stark von der Server-Performance vom BigBlueButton-Server abhängt. Also das scheint wirklich ein großer Flaschenhals zu sein. Und wenn man das einfach ein bisschen nach oben schraubt, kann man da schon wesentliche Verbesserungen erzielen. Ganz klar weisen wir auch immer darauf hin, dass Leute, die halt remote zugeschaltet sind, besser nicht das WLAN verwenden sollen, sondern einfach sich mal ein LAN-Kabel anschließen sollen. Für die Mikros sind wir jetzt davon weggegangen, so einzelne Raummikros oder so Konferenzmikrofone zu verwenden, sondern tatsächlich entweder so Ansteckmikros oder mittlerweile gehen wir auch mit so einem Handmikro rum und reichen das einfach weiter. Ist zwar ein bisschen umständlicher tatsächlich, aber das hat auch noch ein paar angenehme Nebeneffekte, wie zum Beispiel, man kann nicht reinreden einfach in einem anderen, wenn ein anderer spricht. Genau, und was ich vorhin schon mal gezeigt hatte an dem Screenshot, ne, dieser Picture-in-Picture-Modus, wo wir dann einfach unsere Dolmetscherin so groß ziehen, wie wir es halt brauchen und dass das dann für jeden erkennbar ist. Ja, dann gibt es natürlich auch noch auf der organisatorischen Seite Sachen, wie wir mit diesen Problemen umgehen, also Handzeichen ausreden lassen. Ne? Das sind so Sachen, die man vielleicht in einem nicht so inklusiven Team vielleicht
durchaus mal vergisst oder nicht so macht, aber bei uns ist das halt wirklich essentiell wichtig. Wir müssen auch Meetings besser vorbereiten, also dass zum Beispiel eine Tagesordnung schon vielleicht einen Tag vorher dasteht, dass sich auch alle darauf vorbereiten können, also die Dolmetscherin, aber auch zum Beispiel haben wir eine Kollegin mit Autismus im Team und für die ist es halt auch immer ganz wichtig, sich auf so eine Struktur einlassen zu können. Genau, Begrenzung der Meetingdauer, ne, das darf alles nicht zu lange dauern. Und dann muss man sich auch ganz klar überlegen, wer sitzt denn wo in einem Raum. Ne? Wenn wir so ein Meeting haben, gerade die Sitzplätze vor den Fenstern sind zum Beispiel für die gebärdenden Kolleginnen nicht so günstig, weil tatsächlich das Licht ist viel zu hell, als dass die Dolmetscherinnen dann die Gebärden einwandfrei erkennen könnten. Ja, also das waren so die Punkte, wie wir einfach damit umzugehen versuchen. Und natürlich gibt es aber noch einige Sachen, wo wir sagen, okay, das müsste noch besser werden. Und jetzt mal wirklich speziell an dem Beispiel Big Blue Button, ja, was ich schon gesagt hatte, es ist halt ein bisschen sehr umständlich, wenn man sich immer so ein Layout zusammenbasteln muss. Es wäre doch schön, wenn man vielleicht zum Beispiel so eine Art Profile hätte, wo man auch die Dolmetscherinnen-Videos zum Beispiel priorisiert darstellen könnte. Und priorisiert kann hier in dem Kontext Verschiedenes meinen. Also zum einerseits die Größe, ja, Position, aber auch vielleicht, dass der Stream irgendwie bevorzugt übertragen wird, einfach, dass die Qualität immer stimmt und dass vielleicht dann im Gegenzug die Übertragungsqualität von den anderen Videos vielleicht ein bisschen runtergesetzt wird, wie auch immer. Ja, und dann gibt es auch noch das Problem, was ich schon sagte, bei uns sitzen wir wirklich jeder mit einem einzelnen Laptop im Meeting und das ist natürlich für so ein Gespräch auch nicht ganz so schön. Es gibt so Lösungen wie so eine, diese Meeting-Owl, also vielleicht ist die bekannt, die stellt man einfach in die Raummitte und die hat so eine 360-Grad-Kamera und soll dann sozusagen von den einzelnen Teilnehmenden einzelne Kamerabilder ausschneiden. Aber das Gerät lässt sich zum Beispiel auch mit Big Blue Button einfach nicht kombinieren, weil der Browser immer nur eine Kamera, ein Kamerabild sozusagen einbinden lässt. Ja, das Gleiche gilt auch für Audiosignale. Wenn wir in einem Meeting zusammensitzen und jeder zwar ein eigenes Kamerabild hat, aber wir haben immer nur ein Raummikro oder ein Rumreichmikro, dann ist es zum Beispiel auch so, dass dieser Indikator, wer gerade spricht, kommt natürlich immer nur bei dem Teilnehmenden an, wo das Mikro angeschlossen ist. Und das wäre natürlich schön, wenn das anders wäre oder auch wenn man mehrere Mikros nimmt, mehrere Ansteckmikros, die müssen immer in ein Gerät reingehen, weil es sonst diese Rückkopplungseffekte geben würde. Und um das wiederum zu realisieren, müssen die immer irgendwie über so einen Empfänger sozusagen vorgemischt werden und das ist halt ja auch nicht ganz so optimal. Und ja, anscheinend ist Big Blue Button also im Vergleich auch zu anderen proprietären Lösungen noch sehr datenhungrig, also was eben so die, auch was sich auch in der Übertragungsqualität oder halt in der Stabilität niederschlägt. Genau. Ja, auch hardware-seitig können wir natürlich, haben wir noch einige Wünsche, oder Verbesserungsideen, was man noch tun könnte. Also gerade wenn man so diese Standard-Laptop-Kameras hat, die jeder bei sich irgendwie so hat, die haben oft wirklich eine miserable Bildqualität oder die Lichtanpassung ist sehr schlecht. Also das sind alles Punkte, die ja für uns wirklich nicht optimal sind. Und auch so Mikrofone, Audioaufnahmegeräte, das lässt alles ziemlich zu wünschen übrig, also da ist vielleicht auch noch Luft nach oben. Und zu guter Letzt haben wir jetzt einfach nur noch einen Punkt, ja, was wäre denn sonst noch zu tun? Also wir hatten einerseits so Software, Hardware, aber
Aus unserer Sicht ist auch immer wichtig, so allgemeine Aufklärung über eben solche Probleme, die auftreten können. Und deswegen sind wir unter anderem heute hier, um auch mal so ein Thema in eine breitere Runde zu tragen. Ja, das gehört einfach auch zum Beispiel dazu, der Punkt, dass man nicht mal eben eine Videokonferenz einberufen kann, sondern dass es eben bei uns auch ein bisschen Vorbereitung bedarf, und das muss halt auch jedem dann in dem so einem Team bewusst sein, und dafür wäre halt auch Aufklärung halt sehr wichtig und ja, über neue Konzepte für Videokommunikation nachdenken, ja, was auch immer das dann konkret bedeuten kann, ja. Genau. Ja, da sind wir gut in der Zeit. Und jetzt würden wir gerne die Runde auch noch freigeben für Fragen oder Diskussionen, oder wenn ihr irgendwie was habt, worüber ihr gerne mal mit uns in Austausch kommen würdet. Genau. Ja. Habt ihr euch dann vorher mehrere angeguckt? Oder warum habt ihr euch für BigBlueButton entschieden? Ich nehme an, die anderen Software haben dann vielleicht noch mehr Probleme gehabt, oder? Also tatsächlich habe ich speziell schon weit vor der Gründung des IDTs viel mit Videokonferenzen zu tun gehabt, und ich brauche eben auch die Gebärdensprachdolmetscherin. Das erwuchs schon aus der alten Geschichte mit Telefonkonferenzen und dann die sogenannten Webkonferenzen, wo man dann zwischendurch nur Audio und Folien hatte, zum Beispiel. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also tatsächlich war der letzte Anlass, auf BigBlueButton zu wechseln, ein großes Update von GoToMeeting. Ich hatte lange Zeit GoToMeeting und war damit recht zufrieden. Okay, ist proprietär, aber für meine Bedarfe war es genau das Richtige. Und die machten ein Update, angeblich ein Usability-Update, und alles, was ich brauchte, war weg. Ich habe mich sogar beschwert und sie haben sich auch total bedankt, aber es hat nichts bewirkt. Ja? Also habe ich gekündigt, und dann war eben die Frage, das muss jetzt so 3, 3,5 Jahre, vielleicht auch 4, es war noch knapp vor Corona sein. Dann war eben die Frage, was nehme ich stattdessen? Und ich hatte da BigBlueButton schon kennengelernt, und die Auswahl war auch zu dem Zeitpunkt nicht so groß, und es war da schon möglich eben, war es damals, und das ist auch bis heute so, ruhiger als viele andere Programme. Also dadurch, dass BigBlueButton die Leute ja nach Alphabet sortiert und nicht wie Zoom immer wieder wechselt, weil neue reinkommen, war das für mich sehr angenehm, zumal dann immer an derselben Stelle auch steht, wer spricht. Ja, diese Problematik, wer spricht denn eigentlich, ist ja für jemanden, der nicht hören oder keine Stimmen erkennen kann, ganz entscheidend wichtig. Das zog sich ja auch durch alles durch, was Fabian vorgetragen hat. Also das war so Aspekte. Und dann fand ich also relativ schnell raus, damals war es noch ein Bild, was ich rausziehen konnte. Ja. Und dann kam eben irgendwann die Sache mit den 2 Bildern. Und wenn Sie im Open-Source-Bereich bleiben, vergleichbar ist Jitsi, also bleibt dann noch Jitsi. Ich sag mal, da gibt es wohl Entwicklungen, die das auf die Dauer ernsthaft in Frage kommen lassen. Im Moment ist es einfach so, dass man kann nur ein Bild groß machen und auch pinnen mittlerweile, aber das ist da ein Problem. Und alles andere, was aus dem Open-Source-Bereich kommt, ist tatsächlich nicht ausgereift genug für den Zweck. Und die Notlösung, die ich sonst mache, ist, oder wir teilweise auch, sind 2 parallele Videokonferenzen. Ne? Eine für das Gespräch und eine für die Dolmetscher. Das kann dann auch über BigBlueButton laufen, weil je weniger Leute man da drin hat, desto stabiler läuft es natürlich. Also es ist eine echt schwierige Angelegenheit. Ich hoffe auch so ein bisschen auf die Matrix-Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die sind auch noch nicht so weit. Also ich denke die ganze Zeit,
Wort übersetzen. Also ich meine zumindest, dass YouTube da schon ein guter Ansatz hat und dass es auch schon im Open-Source-Bereich dort einen vorangebrachten Stand gibt. Ist das nicht auch eine gute Lösung? Magst du das? Mag ich. Das ist was ganz anderes. Also A, hat BigBlueButton tatsächlich auch Probleme mit Live-Untertitelung. Aber tatsächlich, sage ich mal, müssen Sie berücksichtigen, bei mir ist es nicht so schlimm, weil Sie merken, ich spreche selbst, ich bin schwerhörig aufgewachsen, für mich ist wirklich Deutsch die Muttersprache. Aber wir haben ja auch zwei Gehörlose im Team, die wirklich, für die wirklich Gebärdensprache die Muttersprache ist. Ja, und dann ist Schriftsprache per se erstmal eine Fremdsprache, egal wie gut man sie beherrscht. Ja. Insofern kann man das nicht als Alternative so ohne weiteres nebeneinander stellen. Ja, vielen Dank. Das sehr aber vielleicht auch dazu noch ergänzend, ja, also sowas, was so automatische Untertitelung ist, gerade bei YouTube oder so, da haben wir halt wirklich die Erfahrung gemacht, oder gerade Irmhild macht die regelmäßig, dass das auch sehr abhängig von der Sprache ist. Also auf Deutsch funktioniert das noch sehr, sehr schlecht. Da wird keine Grammatik erkannt, also Zeichensetzung ist da nicht mal groß und Kleinschreibung. Und wenn dann auch noch einzelne Wörter falsch erkannt werden, na, dann kann man damit eigentlich fast gar nichts anfangen. Ja, auf Englisch soll es wohl ein bisschen besser funktionieren. Auf Englisch geht's gut. Ja, aber so was momentan so auf dem Markt ist für Deutsch, ist eigentlich ja, nicht so gut verwendbar. Ja, da kann ich vielleicht noch zu ergänzen. Also da wird dann immer argumentiert, ja, aber man kann es doch erkennen. Das stimmt auch. Wenn Sie Deutsch gut könnten, können Sie es erkennen. Aber ich sage mal, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen das eine halbe Stunde, eine Stunde oder gar den ganzen Tag mehr, also den ganzen Arbeitstag durchhalten, da werden Sie einfach irgendwann gaga, wenn immer die Groß- und Kleinschreibung fehlt und die Kommas und so weiter. Das erfordert eine ungemeine Konzentration. Ne? Abgesehen davon, dass natürlich bei Untertiteln eben wirklich nur das Gesprochene da steht und Sie sonst nichts mitkriegen. Ne? Also deswegen, man kann das nicht vergleichen. Gibt es eigentlich irgendwie Ressourcen, also wenn man jetzt Software entwickelt, meinetwegen, wo irgendwie gesammelt ist, was es alles an Bedarfe gibt, sodass man, wenn man es richtig machen will, naja, Unterstützung in der Hinsicht hat? Und vielleicht auch in die Richtung, kann es Fälle geben, in der die Lösung für einen Bedarfsträger ein Problem für jemand anders ist? Also, das ist eine schwierige Frage, beziehungsweise das ist ja genau unser Forschungsthema, auch dann wirklich so den Entwicklern da wirklich Leitlinien an die Hand zu geben oder zu beschreiben, wie man zu einem barrierefreien Softwareprodukt kommt. Es gibt Leitlinien, gerade eben so im Webbereich gibt es natürlich die WCAG oder solche Sachen, wo man sich dran orientieren kann, aber wie Irmit vor uns schon meinte, unser Ziel geht da einfach noch ein ganzes Stück drüber hinaus, also wirklich so Anwendungssoftware oder wirklich interaktive Systeme. Und da kommt man einfach auch nicht drum rum, auch die Leute immer persönlich immer mit ins Boot zu nehmen und sie auch mal dann zu fragen oder sie das auch testen zu lassen. Und ja, tatsächlich der letzte Punkt, ob sich verschiedene Anforderungen einander ein bisschen ausschließen. Ja, also gerade jetzt mal so fällt mir aus unserem Team ein Beispiel ein. Ja, wir haben eben Gehörlose, die auf Gebärdendolmetschung angewiesen sind, aber wir haben eben auch eine Person mit Autismus und für sie ist halt dieses total störend, diese Bewegung, und sie würde es am liebsten ausblenden. Und ja, und so gibt es natürlich wahrscheinlich auch noch viele andere Beispiele, wo man sagt, für die eine Gruppe ist das genau komfortabel und für die andere Gruppe ist genau das aber störend. Also vielleicht magst du noch was ergänzen dazu. Genau.
Guck mal, der Fernseher ist auch der Meinungsreicht jetzt. Ja. Okay, dann mach ein Schlusswort. Genau, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und genau, wenn irgendwie Fragen auch im Nachhinein auftreten sollten oder wenn generell Interesse für das Thema besteht, dann freuen wir uns natürlich immer über eine Kontaktaufnahme über unser Institut. Genau. Ja. Danke.